Leute und willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. So, also zuletzt waren wir in diesem Lagerfeuer, weil wir uns ausruhen sollten. Ja, weil wir ein bisschen gerannt sind, aber ihr schaut euch die letzte Folge an, war übel spannend, fand ich. Hat auch was Bestimmtes an sich gehabt, so. Jetzt aber gehen wir weiter und zwar hier oben, die wollten wir machen, fallender Regen. Oh Gott, dann lass mich kurz richtig hinsetzen. So. Ich weiß zwar nicht, wer diese Aufgabe jemals in seinem Leben machen würde, außer ich, Vollidiot. Und ich weiß auch nicht, wer fallender Regen heißt. Dein Pferd ist außer Höhe. Auch. Echt jetzt? Mein Pferd ist zu weit weg. Laufen wir an meinem Pferd vorbei? Wir laufen sogar weg. Dann gehe ich da zu Fuß hin. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich kann es jetzt rufen auf einmal. Fängt ja wieder super an. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Okay, Leute, ich schwöre, ich laufe schon seit ungefähr 10 Minuten und habe nicht mal die Hälfte geschafft. Vor mir ist jetzt einer, der ein Pferd benutzt und ich werde ihn so das Pferd ausrauben. Ja, ich muss, also ich schwöre, es wird mir zwar Ehre kosten, glaube ich mal. Aber ich schwöre, da laufe ich lieber, also Digga, komm her. So, schaut euch das mal an, wie weit wir gekommen, wie weit. Vor allem, warum ist mein Pferd jetzt dort? Egal, ich benutze jetzt das, ja. Das hat mich aber schon abgefuckt, so, ich werde den nicht plündern, weil ich da verliere ich noch mehr Ehre. Ich bin aber noch auf der guten Seite. Jetzt reite ich den Rest aber zurück. Also, was heißt zurück? Wir reiten jetzt zum fallenden Regen. Und ja, dann sehen wir uns, wenn ich dort bin. Ich wollte euch einfach nur die Stelle hier zeigen nochmal, dass ihr das Pferd seht. So, wir sind dann auch bald da. Wir müssen nur noch hier geradeaus gehen und dann sind wir auch schon da. Du kannst ja keine Waffen benutzen, genau. Weil wir bei unserem Kumpel sind, schätze ich mal. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, renn doch. Hallo, kannst du rennen? Rennen. Ja, okay, dann müssen wir laufen. Weil das Spiel findet, Rennen ist zu inkompetent, mein Typ dafür. Komm schon, Affe. Du kriegst auch Kaugummi später. Wir müssen doch nur mit dem reden, Alter. Das kann doch nicht so schwer sein. Stell dir vor, wir reden, so macht das nicht. Er sagt einfach, okay, das war die Aufgabe. Badum. Tsch. Untersuchen. Hä? Ach so, der Hund. Ich wollte gerade schon sagen. Komm schon, wo ist der Knecht? Der ist doch im Haus. Der hat doch safe den Luxuszelt. A.K.A. Haus. Auf der Map wird mich hier irgendwas angezeigt. Das Zelt. Er wohnt doch nicht im Haus. Wieso stellen wir uns so dumm hin? Alter. Archäologie für Anfänger. Ich glaube, das ist zu leise für euch, deswegen mache ich euch mal ein bisschen lauter. Test mal. Was macht ihr? Path is the least obvious and also the gentlest. I'm
Wer ist das? Das ist doch ein Typ. Folgefallender Regen. Ja, fallender Regen. Was für ein Scheißname, sag ich jetzt einfach so. Ich finde es blöd, sich nach einem Gegenstand oder beziehungsweise nach irgendwas benennen, was es schon gibt. Stell dir vor, jemand heißt Baum. Also, naja. Ich halte einfach meine Fresse zum 400. Millionen Mal. Und ja, Höhe verbunden. Hi 2, wir hatten unser Pferd nicht so hoch gelevelt. Krass. Ich habe jetzt zwar Ehre verloren, aber ich kann nicht immer Ja sagen, Digga. Ich bin immer noch im Positiven, aber das reicht mir aus. Das untersuchen. Esel. Hase? Esel, Hase, ja. Wir finden voll viele Tiere heute. Oh, ja, ich sehe es. Ja, jetzt gehen die auf uns, guck mal. Fliegende Adler oder Dutch? Ach so. Ja. Ich soll dir folgen, also geh du mal voran. Ja, dann schubst mich halt weg. Alter. Dutch ist ein bisschen weird, das gebe ich sogar zu. Dein Ernst? Wir müssen den immer noch folgen und er will irgendwelche Pflanzen ernten. Warum ist mein Pferd gelb? Guck mal. Ich darf leider nicht auf ihn ziehen. Ah, guck mal, danach hat er gesucht. Können wir was Spannenderes machen? Das ist die behindertste Idee immer noch, bin ich für. Das ist übrigens mein Controller, wenn es vibriert. Sagt mir mal in die Kommentare, ob es stört oder nicht auch. Ich
finde, Dutch macht einfach nur Scheiße gerade. So, das mit der Army war ja auch schon heftig. Der Reservat. Arthurs Sohn. Bin ich nicht Alpha? Isaac. His mother, Eliza. What? Wait, stop here. I want to pick some ginseng. We can talk more about this later. Bist du eigentlich behindert oder so? Ich mag den Typen nicht. Ach, guck mal. Wow. Hey. Da stammt, ich soll links drücken. Hä? Okay, dann drücke ich nicht. Holst du deine dämlichen Pflanzen? Aha. Die Pflanzen hat also für mich geholt. Digga, wenn er gegen rennt oder reitet. Aber es ist gut, was über mich selber, also Arthur Morgan, zu wissen. Weil da wussten wir eigentlich nichts. Und wie langweilig ist diese Aufgabe eigentlich? Was? Monroe? Arthurs Krankheit? Ja, meine Krankheit, please. Was für ein Ort willst du mir zeigen, du Vollpfosten? Hä? Hallo? Jo, warum ragt der so direkt? Das war das Zelt, was wir letzte Folge gesehen haben. Oder war das letzte Folge? Lol, die haben wir aber vor ein paar Folgen gesehen. Die kam mir schon so weird vor, diese Hütte. Hütte, dieses Zelt. Yo. Naja, das kam mir schon weird vor, deswegen habe ich das aufgenommen. Das haben wir vor einer Folge oder so, oder zwei spätestens gesehen. Krass. Habe jetzt gar nicht damit gerechnet. Oh, da konnte ich was machen. Untersuchen, Flasche. Militärflasche. Kurz nochmal für euch auf der Map markiert. Das ist hier. Das ist direkt.
unter dem G, wenn ihr den Weg entlang geht. Krass. Wohin willst du? Da ist eine Box oder irgendwas. Das ist Holz. Baumstamm. Oh mein Gott. Ich verstehe nur nicht, warum eine Chunupa oder wie diese Kack Dings heißt, was also, oh mein Gott. Wow. Wo? Wo? Ach so. Leider ja. Das sind die Militärtypen da. Du willst die Chunapute, ich will nicht die holen. Gib dich zum Lager. Ich soll da runtergehen. Ist dein Ernst? Junge, wie oft bin ich jetzt runtergeflappt wegen richtig bescheuerten Sachen? Habe euch nochmal das Lager ganz kurz auf der Map. Also wenn ihr es sehen wollt, pausiert dann einfach. Ich will aber nicht so lange eigentlich in dieser Mission verbrauchen. Weil wir sind hier auch schon 20 Minuten drin. Dann wird es jetzt einfach nur eine Aufgabe sein, die wir heute machen. Aber... ja, ich hoffe mal, da passiert noch was, weil das ist sonst voll die langweilige Aufgabe. Ich gebe es dir zu. Generell, diese Folge ist ja bis jetzt noch nicht spannend, so. Vielleicht kann ja die Chinupa La Flöge irgendwas flöte, was weiß ich denn, was das war. Kann das bitte jemand in dem Clip speichern und es mir irgendwann irgendwie schicken? Digga. Wie? Zum Geier, jetzt habe ich das hinbekommen. Ich schaffe echt Sachen. Ich sollte es nach heiligen Gegenständen durchsuchen. Ja. Komm, Digga. Hätte mich doch sehen müssen. Was ist dein Ernst? Oh nee. Ja, wenn ich jemand verletzt, ist abgebrochen, oder? Oh mein Gott. Ich krieg Ehreverlust auf jeden Fall. Kann ich
nicht entkommen und danach wieder zurückkommen? Geht das? Hört jetzt auf, eure komische Tröte zu drücken. Mal schauen. Nee, die verlieren mich nicht. Ich habe jetzt die Option, alle zu erschießen. Oder... ja, so weiterzumachen. Ja, die sind halt überall, ne? Guck mal auf der Map, diese roten Halb, das ist jetzt ein Halbkreis geworden. Den müssen wir umbringen. Schnell, 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 fett ziehen. Da verlieren wir halt ein bisschen Ehre. Kann ich jetzt aber nicht so schnell ändern. Sowieso mögt ihr das doch mehr, wenn ich Action hab, schätze ich mal. What the fuck? Also das war jetzt... so. Jetzt bin ich aber gespannt, wo die liegt. Ey, unsere Ehre sinkt aber nur. Hier ist Waffenöl. Also hier gibt es so Sachen, ich weiß nicht, wie man sonst rangekommen wäre, ne? Pfirsich, ja, hier hätte man rankommen können, maybe. Da ist, liegt irgendwas Grünes. Das ist eine Kerze. Ich glaube nicht, dass der die Kerze will. Zigarette liegt da auch. Da liegt ein Gewehr. Kann ich so machen? Die Truhe. Also sagt, wenn es in der Truhe ist, hätte ich die sowieso erschießen müssen. Eine Branche, irgendwas. Hier liegt noch irgendwas anderes, Taschenuhr. Pfeile liegen da drin, aber die können wir nicht mitnehmen, weil wir voll sind. Und direkt hier liegt hier diese komische Chanabu-Dings da. Und das hätte ich nehmen sollen, während der auf dem Stuhl sitzt. Ich hätte den ja erschießen, ich hätte die sowieso umbringen müssen. Aber gut. Wenigstens kann ich jetzt sagen, ich habe es hinbekommen, ein ganzes Militärlager auszulöschen. Alleine. Dann lass mal kurz zu fallender Regen hin. Dieser Name. Stellt euch vor, ey, ich kann das immer noch nicht vergessen. Ne? Fallender Regen ist so ein... naja, was auch immer. Let's go. Wir gehen da jetzt hoch, am besten ohne runterzufallen und dreimal das Genick zu brechen. Aber gut. Wir sind aber auch recht, relativ... oh, wir müssen laufen, weil wir, wenn wir rennen, dann sterben wir gefühlt. Naja. Wir sind aber auch irgendwie so ein robuster Typ, oder? Weil guck mal, wir kriegen eine Kugel ab und uns juckt's nicht. Wir werden sie niemals heilen, diese Kugel. Wir trinken kurz einen Schluck irgendwas und das, die Kugel geht automatisch raus, weißt du? Wir sind einfach sowas wie Gott, kann man schon sagen. Ja, renn doch. Sag mir nicht, weil wir in der Nähe von diesen Spasten sind, dass wir nicht rennen dürfen. Ich habe sie gefunden, mit ein bisschen Tote. Also nicht so, wie du es wolltest. Digga, wie stumpf fragt, ist jemand verletzt? Digga, wir sagen ja, wenn er wüsste.
ist abgebrannt, da findest du, glaube ich, nichts mehr. Oh. Schön. Archäologie für Anfänger mal geschafft. Fand ich jetzt nicht wirklich schwer. War schon langweilig, aber ich gebe es zu. Wir haben nur noch eine Mission, die machen wir dann nächstes Mal. Das ist, dass die mit mir sprechen will. Ich habe leider keine Ahnung, wie lange die geht, deswegen müssen wir das nächstes Mal machen. In Andesburg werden wir ja gesucht für tot lebendig, sehe ich gerade. Und hier auch. Ja, und da natürlich auch. Na, hier dürfen wir nicht hin, da ist ja das Gefängnis. Ja, dann war es das für die Folge. Wir haben leider den Hut gerade nicht an, deswegen gehe ich kurz zum Pferd. Ich wechsle auch die Revolver schnell, weil die eine hat fast keine Muni. Aber ich finde die stark. So ist jetzt nicht. Wir nehmen zwar mal das Kettle Metal Revolver raus und ziehen unser Hut an. Schön. Naja. Dann hoffe ich, euch hat diese Folge Red Dead Redemption 2 gefallen. Gebt einen Daumen hoch dafür, mehr davon. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, da verpasst ihr keine Videos mehr. Mein TikTok könnt ihr auch auschecken. In der Videobeschreibung ist er verlinkt. Für den Fall, dass es nicht geht, TikTok heiße ich PatrickFritz2. Ihr könnt mir nochmal reinschreiben, für den Fall, dass die Kameraperspektive oder Tonqualität irgendwas noch falsch sein sollte. Zu laut, zu leise, zu weit nach rechts, zu weit nach links. Oder irgendwas anderes. Schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es zu beheben. Und ja, für jede Folge gilt das. Ich werde es nämlich demnächst nicht mehr sagen. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.